Herzlich willkommen auf Georgies Kanal zu einem neuen Video. Heute sind wir in, ja, nicht auf Mallorca, wir sind in Hamburg am Helmut-Schmidt-Flughafen. Wer Stammzuschauer ist, der kennt schon diesen Ausgangsbereich vom Bahnsteig Richtung Flughafen mit der schön beleuchteten Rasterdecke hier. Bin ich auf dem Weg Richtung meines Abflugterminals. Ich habe heute vor, noch mal ein paar Teile vom Flughafen zu zeigen. Auf Mallorca, hoffentlich irgendwann gelandet in der Nacht, werde ich natürlich meine Laufwege dokumentieren und ein Fazit ziehen, wie dieser Flug heute läuft. Ich hoffe, besser als die vergangenen zwei. Aber was interessiert mich heute, was gestern war, eigentlich gar nicht, weil daran halte ich mich gar nicht so lange auf, um ehrlich zu sein. Was schiefgegangen ist, das versuche ich zu verbessern, und was geklappt ist oder hat, daran erfreue ich mich. Wir sind jetzt hier im Erdgeschossbereich, wir sehen hier oben die Uhrzeit, ich habe noch gute 2,5 Stunden bis zum Abflug. Das ist genügend Zeit, auch wenn wir eventuell in der Sicherheitskontrolle warten müssen. Ich habe heute wieder Slot and Fly gebucht. Ich habe einen festen Sitzplatz gebucht, habe den auch auf der Bordkarte vermerkt. Die letzten beiden Male war es ja einmal so, dass erst ich keinen Sitzplatz bekommen habe, weil der Flug überbucht war. Und beim Flug nach Hamburg von Mallorca war es so, dass mein Sitzplatz getauscht wurde von 34C, glaube ich, war das, auf 18C, so war es. Jetzt sind wir hier im Terminal Nummer 1 und hier werden wir erstmal uns ein bisschen umsehen. Ich bin immer wieder fasziniert von dieser wunderschönen Atmosphäre hier in Hamburg. So hohe Decken, so dass praktisch das Gefühl entsteht, als sei man draußen. Ich werde jetzt einmal da oben hochgehen und nochmal die Kamera von da oben schwenken. Eine Etage können wir noch höher, das werde ich jetzt mal tun. Da oben ist, wo wir jetzt angekommen sind, ein Fastfood-Anbieter und hier gibt es auch eine Aussichtsplattform. Da kann eigentlich jeder rauf, egal ob man ein Ticket hat oder nicht. Wir sind ja hier noch nicht durch die Sicherheitskontrolle. Von da aus bietet sich ein fantastisches Bild auf das Rollfeld. Hier kann ich einmal zeigen, was mit den Koffern passiert, wenn wir sie aufgegeben haben. Dann laufen sie über ein Förderband bis hier vorne hin und von da werden sie dann verladen und gehen Richtung Flugzeug. Hier im ersten Stock des Terminals befindet sich eine Reisebörse. Hier kann man günstige Last-Minute-Flüge oder Urlaubsreisen buchen. Jetzt bin ich wieder unten. Als nächstes geht es zum Check-in
für Slot and Fly. Das sollte man nicht verwechseln mit Fast Lane. Das ist mir letztes Mal passiert. Da stand ich auf der anderen Seite und jetzt werde ich einmal zeigen, hier gibt es tatsächlich ein Schild, was mir schon aufgefallen ist. Einen Moment. Da gehe ich jetzt mal drauf zu. Hier steht tatsächlich Fast Lane im Terminal 2. Also, das ist die falsche Seite. Kann man schnell verwechseln. So, das hat alles gut geklappt. Ich bin hier rein und ich bin schon wieder raus. Ja, das war super schnell. 10 Mitarbeiter waren da an der Spur, wo ich durchgegangen bin. Es war wenig los. Dafür, dass Ferien sind in Hamburg, muss man schon sagen, ich habe nochmal mit den Mitarbeitern da gesprochen. Ich sage, ist das so wenig los hier? Und da haben die bestätigt, dass sie auch völlig überrascht sind, trotz Ferienzeit, dass der Flughafen zumindest in diesem Moment nicht so gut besucht ist. Das ist ja immer eine Momentaufnahme, je nachdem, wie viele Flüge abgehen, in welcher Zeit, kann man das denn ja so ein bisschen steuern. Ich weiß auch, dass dieses Personal dementsprechend eingesetzt wird, also nach Aufkommen. Bin ich jetzt auf einer Seite des Flughafens, wo es so ein bisschen ruhiger ist. Ich werde hier jetzt eine kleine Pause einlegen, nochmal meine elektronischen Geräte hier laden. Das habe ich jetzt getan. Alle Geräte sind geladen auf 100%. Wir schauen raus und in Hamburg kann es auch einen richtig schönen Sonnenuntergang geben. Den sehen wir gerade. Schauen hier aufs Feld, sehen die startenden und landenden Flugzeuge. Mein planmäßiger Abflug ist um 21.10 Uhr. Da haben wir jetzt noch ungefähr eine Dreiviertelstunde Zeit. Das wird ja eventuell noch ein paar Minuten später werden. Da schauen wir gleich mal auf die Zeiten, die ich ermittelt habe, ob der Flieger, die Boeing, rechtzeitig hier in Hamburg ankommt. Jetzt bin ich auf dem Weg und lade einmal meine Wasserflasche für Lau wieder auf.
So, die Wasserflasche ist aufgeladen, das heißt gefüllt bis zum Anschlag. Ein halber Liter Wasser. Das sollte eigentlich für den Flug reichen. Ich bin echt nicht geizig. Also ich würde mir hier auch das ein oder andere kaufen. Aber auf die Menge kommt es am Ende des Jahres an. Und da können wir dann mal drauf gucken, was wir eingespart haben, wenn wir die Wasserflasche nicht hier am Flughafen oder an Bord gekauft haben, sondern hier kostenlos aufgeladen haben. Denn nach wie vor sind an den Flughäfen die Preise echt happig. Das liegt natürlich auch daran, weil die ganzen Gastronomen hier eine hohe Pacht bezahlen müssen. Zeigen möchte ich noch einmal hier unten den Kunstraum im Untergeschoss. Hier führt die Treppe hinunter und unten ist ein super schöner Bereich, den ich ja schon mal gezeigt habe. Da werden immer Kunstwerke ausgestellt. Beim letzten Mal waren es viele Bilder. Hier zeige ich nochmal einen Bereich, wo man auch ganz gut nochmal relaxen kann, bevor man losfliegt. Wenn man zu viel Zeit hat, sich verkalkuliert hat, kann man hier ein paar schöne Minuten oder Stunden verbringen. Hier Richtung Terminal A ist ein bisschen mehr los. Es ist nicht so, dass der Flughafen komplett leer ist, sondern die Flüge, die jetzt hier abgegangen sind, sind schon alle sehr, sehr gut gebucht. Hier sind wir jetzt in Terminal 2 und schauen nochmal runter. Da hinten sind die Sicherheitsbereiche und da muss man durchgehen durch die Personenkontrolle. Alles super organisiert hier und am heutigen Tage, wie gesagt, kaum Wartezeit, so gut wie gar nicht. Also ich hätte gar keinen Slot in Fly machen müssen, wäre auch so ganz gut gegangen. Auf geht's zum Flieger.
hinten rechts ist eine weitere Wasserstation, wo man sich kostenlos verpflegen kann. Wie man eben gesehen hat, war da ganz gut was los. Also sind nicht wenige, die drauf eingehen. Und man spart natürlich schnell mal um die 3 Euro für einen halben Liter Wasser. Es ist nicht mehr viel Zeit bis zum Abflug und da vorne kommt tatsächlich meine Maschine. Sie kommt bereits von Mallorca. Wir fliegen jetzt wieder zurück mit der gleichen Crew. Aber einmal alle Fluggäste durchgetauscht. Was für ein Stress für die Leute, die dort als Flugpersonal arbeiten. Wahnsinn. Ich bin froh, wenn ich die 2,5 Stunden überstanden habe, plus Wartezeit natürlich und Anfahrt. Die Anfahrt war heute wieder sehr aufregend. Viele Baustellen auf der Linie von zu Hause hierher zum Flughafen. Verspätung, volle Züge. Aber auch da gilt, was interessiert mich das morgen noch, was ich heute erlebt habe. Schnell vergessen. Und die untergehende Sonne sehen wir auch. Ein wunderschöner Abendhimmel über Hamburg. Hier sehen wir mal die Zeiten. Das Flugzeug ist fast pünktlich. Eine halbe Stunde zu spät gestartet, aber trotzdem pünktlich hier. Das ist immer der Puffer, den sich die Fluggesellschaften einbauen. So, das Boarding hat bereits begonnen. Ich bin einer der Letzten. Wir werden ungefähr mit einer Viertelstunde Verspätung hier starten. Das kann man jetzt schon absehen. Der Sitzplatz ist gebucht und ich habe ihn auch bekommen, genau den ich gebucht habe. Es geht los. Tschüss Hamburg, wir sehen uns bald wieder. Das waren wirklich schöne Momente in Hamburg, vom Wetter her optimal. Wir hatten so zwischen 23 und 28 Grad am Tag und es hat nicht geregnet. Es war wirklich ein toller Sommertag oder Sommertage in Hamburg und etwas schwül auch wie auf Mallorca, aber man konnte es gut aushalten.
jetzt nochmal den schönen Abendhimmel über Hamburg und wir starten heute tatsächlich mal ganz anders, nicht von Hamburg aus Richtung Schleswig-Holstein und Norderstedt, sondern heute Richtung Hamburger Volkspark. Wir fliegen über das Volksparkstadion hinweg Richtung Elbe. Wir sehen so ein paar Schleierwolken über Hamburg, also ist nicht ganz wolkenfrei. Wir fliegen jetzt Richtung Niedersachsen, ich habe schon eben gesagt, Richtung Elbe. Sobald wir sie überquert haben, sind wir ja schon im alten Land. So nennt sich das größte Obstanbaugebiet Deutschland, das alte Land. Und fliegen jetzt über Hamburg-Lurup, Flottbek und Blankenese hinweg. Hier noch der Stadtteil Eidelstedt. Den kenne ich sehr gut. Da habe ich mal gearbeitet, viele Jahre. Oben am Bildrand sehen wir schon die Elbe, da geht es Richtung Nordsee. Und hier sehen wir eine kleine, ganz vorne Elbinsel und eine größere. Die größere Elbinsel ist Nessand. Und da hinten links, jetzt am Bildrand, in der Mitte des Bildes, sehen wir so einen Zipfel. Da ist eine Justizvollzugsanstalt drauf, die bald geschlossen wird oder schon geschlossen ist. Ich weiß es nicht so genau, eine Jugendstrafanstalt. Da können wir sie mal ein bisschen ranzoomen. Ja, und links der Elbe dann das Obstanbaugebiet, was man jetzt nicht mehr so gut erkennen kann, weil wir die Schleierwolken jetzt haben und so hoch sind, dass wir gleich hineinfliegen. Und wenn ich könnte, dann würde ich jetzt gleich runterwinken Richtung Zuhause. So, wir haben einen ruhigen Flug. Das Flugzeug ist auch wieder neuerer Bauart. Das ist eine Boeing 737 MAX 8-200. So, jetzt konnte ich heute mal einigen schlauen Leuten, die hier kommentieren, zuvorkommen. Mit schlau meine ich wirklich anerkennend. Ich danke übrigens für die vielen Kommentare, die wirklich gut gemeint sind und nicht belehrend und fies, sondern ehrlich und nett. Das ist total schön, das zu lesen. Und ja, schreibt gerne etwas in die Kommentare, was euch auffällt. Am Ende des Fluges werden sicherlich noch die ein oder anderen Fragen aufkommen. Ansonsten kann ich bis hier schon mal so ein Zwischenfazit nennen. Das hat alles ganz gut geklappt, muss ich echt sagen. Die Beleuchtung wird des Öfteren mal verändert. Das ist wohl die Beleuchtung, wenn man
seine Ruhe haben will und schlafen am Abend. Wir werden ja spät ankommen. So, wir sind auf Mallorca und sehen da unten die Bucht von Alcudia. Wir sind über Marseille, übers Mittelmeer geflogen und jetzt sind wir hier über der Bucht von Alcudia. Wir sind kurz vor 24 Uhr, also 0 Uhr, haben ein bisschen Zeit gut gemacht. Natürlich ist das viel zu spät, um den einen oder anderen Bus noch zu kriegen. Ich werde gleich auf jeden Fall den Bus Richtung Palma nehmen. Und zwar ist das der A1 von EMT. Für 5 Euro bis nach Palma und dann geht's mit dem Taxi nach Hause. Und zwar das letzte Mal habe ich 4 Euro, sagenhafte 4 Euro mehr bezahlt, als ich eigentlich immer bezahle. Vielleicht, wenn jemand etwas von den Tarifen hier versteht auf Mallorca, es war Tarif 4, das habe ich mir gemerkt. Aber was da falsch gelaufen ist oder wo ich da eventuell über den Tisch gezogen wurde, das erschließt sich mir nicht. Vielleicht hat ja jemand Erfahrung. Ich weiß, dass der Nachttarif höher ist und am Tage man ein bisschen günstiger fährt, das weiß ich. Aber ich fahre ja immer in der Nacht Taxi, am Tage nehme ich den Bus. Caballeros Raineros, a las bienvenidas a Palma de Mallorca. Son las 12 menos 10. Por favor, primero desconcertados con los cinturones abrochados hasta que el avión no esté completamente parado, que la señal luminosa de cinturones se apague. En nombre de Rainer Tatuación, le agradecemos haber elegido volar con nosotros hoy. Esperamos verles muy pronto en otro vuelo Rainer. Una vez más, gracias y buenas noches. So, das hat wirklich alles gut geklappt, ist mein Schlussfazit von diesem Flug. Wenn ich jetzt noch einigermaßen schnell hier rauskomme,
dann bin ich sehr zufrieden. Ich habe meinen Sitzplatz gehabt, Personal war freundlich. Der Captain, und das bei Ryanair, das hat mich gewundert, hat tatsächlich die ein oder andere Ansprache gehalten. War zwar schwer zu verstehen, weil etwas leise, obwohl diese neueren Boeings ja relativ leise sind, nicht mehr so wie die alten, also gut isoliert. Die Sitze ein bisschen besser und auch ein bisschen mehr Komfort. Aber was wollte ich jetzt sagen? Nee, es gibt kein Aber. Wir sind unterwegs Richtung Ausgang und ich muss mich eigentlich immer dafür entschuldigen, dass ich dann immer ein bisschen schnell bin, aber ich muss mich halt bewegen. Selbstverständlich sind hier alle Läden zu. Wir haben jetzt kurz vor 0 Uhr tatsächlich und eine gute Stunde Fahrt ist wahrscheinlich noch drin. Wir haben hier jetzt aktuell in Palma, und das werden wir gleich merken, wenn wir rauskommen, noch über 30 Grad. Sagenhaft. Wir sehen hier den Zusammenschluss der Leute. Es sind noch andere Flugzeuge gerade gelandet und das um diese Zeit. Bis 2 Uhr, habe ich eben gerade gesehen, werden noch 3 Maschinen landen. Und dann geht das wahrscheinlich die ganze Nacht so weiter, peu à peu. Das ein oder andere Flugzeug, Nachtflugverbot gibt es hier nicht. Aber ich befinde mich an einer Einflugschneise hier auf Mallorca. Man kann sagen, dass es wirklich sehr human ist von der Lautstärke.
dieser Bereich kurz vor dem Ausgang immer sehr schön. Hier hat der Megapark verschiedene Fototapeten angebracht mit den ganzen Künstlern. Da haben wir eben Lino D'Angelo gesehen, die in dieser Saison im Megapark auftreten. Hier rechts sind die Kofferbänder. Ich brauche kein. Hier, das sind die neuen Sheriffs hier, die auf ihren, ich hätte fast gesagt, Tretrollern unterwegs sind. Die sind ein bisschen schneller jetzt und komfortabler unterwegs. Ich werde gleich die Beine in die Hand nehmen, um meinen Bus zu kriegen. Ich muss, wie gesagt, der Bus nach Pagera, der letzte ist weg, sodass ich jetzt erstmal bis nach Palma fahre und von dort aus mit dem Taxi. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst doch gerne Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich riesig freuen. Und ein ganz dickes Dankeschön geht an alle Super Thanks Unterstützer und an alle Kanalmitglieder. Vielen, vielen Dank für eure sagenhafte Unterstützung. Ist ein bisschen hektisch jetzt gerade hier. Hier ist es immer so. Ich bin gleich draußen und hier spürst du schon die Wärme, die entgegenkommt. Sagenhaft. Also genießt das nächste Video von und über Mallorca. Ich sage tschüss, adios und bye bye. Bis zum nächsten Mal auf Georgis Kanal. Servus. La mancia y la seguridad de la vida.